Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Nichts gedrückt. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Station der Handelsföderation. Deine Gefühle haben dir schon oft gute Dienste geleistet, Obi-Wan. Aber lass dir von ihnen nicht deinen Verstand vernebeln. Wie lautet euer Plan, Qui-Gon? Wenn der Vizekönig der Handelsföderation eintrifft, müssen wir ihn davon überzeugen, das System zu verlassen. Glaubt ihr, dass er sich darauf einlassen wird? Die Vizekönige der Handelsföderation sind Feiglinge. Dieses Treffen wird nur von sehr kurzer Dauer sein. Trotzdem, erwarte das Unerwartete. Willkommen. Ich bin Tizi. Hallo, ich hatte das Problem mit dem Hauptmenü eben schon. Da habe ich versucht, das aufzunehmen. Sprechen wir mal mit den Druiden. Was ist das für ein Gas, das dort aus... Was ist das für ein Gas, das dort aus dem Boden tritt? Es handelt sich dabei um Dampf aus einem defekten Lüftungssystem. Ja, natürlich. Das erzählen sie uns. Ich muss gehen. Entschuldige mich, ich muss gehen. Und dich umbringen! Der Raum füllt sich mit giftigem Gas. Ja, das habe ich auch bemerkt. Bims, bims. Yo, wie's geht, liebe Leute, willkommen zu Let's Play Star Wars Episode 1, einem Let's Play, das ich irgendwie schon immer mal machen wollte, weil das erste Spiel für die PlayStation 1 war, das ich je bekommen habe. Scheint, als würde die Handelsföderation daher handelt es sich hierbei selbstverständlich um die PlayStation 1 Version und nicht um die grafisch etwas bessere PC-Version, da die auf meinem PC nicht funktioniert, da ich weder den XP-Mode noch ein XP-Betriebssystem habe. So viel zu sagen, weil ich das alles nicht im Hauptmenü machen konnte. Nun, ich musste mir wie gesagt dieses Spiel extra holen, und falls ich am Anfang irgendwie die Filmsequenz stumm machen musste, dann sage ich mal, das liegt an Urheberrechtsproblemen. Denn es ist sehr gut möglich, dass mir dieses Video wegen der Musik gesperrt wird, weil es sich dabei um die Musik in den Filmen handelt. Das kann ich leider erst sehen, wenn ich das hier hochgeladen habe. Sieh dich vor, Obi-Wan. Ich brauche mehr Platz zum Kämpfen. Du kämpfst doch gar nicht. Es ist nun mal auch so. Die Tür ist offen. Wie macht man nochmal? Achso. Ich muss mich in die Steuerung auch wieder so ein bisschen reinfuchsen. Ist lange her, dass ich das gespielt habe. Also, wie gesagt, könnte es urheberrechtliche Probleme mit der Musik geben, was bedeutet, ich muss eventuell die Filmsequenzen stumm machen.
Was aber auch eventuell bedeutet, dass das hier nie wirklich veröffentlicht wird, weil es sofort gesperrt wird. Nun, falls das so kommt, kann ich da nun leider nichts machen. Ich werde erstmal probeweise die erste Session einfach hochladen. Kann deswegen sein, dass nach der ersten Session lange Zeit keine Videos kommen. Eindringlinge! So, das sind die Druiden der Handelsföderation. Die sind nämlich irgendwie nicht so begeistert davon, dass wir hier sind. Das Spiel ist am Anfang vielleicht noch nicht, aber insgesamt doch sehr schwer. Den bringe ich lieber schnell um. Ich hab doch gedrückt, Junge! Der hätte sonst ja einen von den Druidikas geholt. Das wäre nicht so schön gewesen. Weil die sind ziemlich schwierig. Nun, ich nehme das hier wieder mit dem Grabber auf, weil es leider sein muss, denn der Emulator kommt mit dem Spiel nicht so klar. Da habe ich spackende Texturen bei einigen Gegnern. Und da dachte ich mir, nehme ich das lieber hier mit auf. Für die, die nicht verstehen, wonach sich das bei meinem Kanal richtet, wann ich 4:3 mache mit irgendeinem Rahmen und wann ich 16:9 Videos mache, ich mache das immer so, wie ich es selber sehe. Ich selbst sehe dieses Spiel gerade im 4:3 Verhältnis, also bleibt es 4:3. Ich habe gemerkt, dass wenn ich das so mache, dass das dann auch hinterher, je nachdem wie es gezerrt ist, dann auch je nachdem schlimmer oder weniger schlimm aussieht. Schnell. Und da geht's zum Vizekönig! Und er lässt uns nicht rein. Aber da sind Druidikas! Die hier Jagddruiden genannt werden, nebenbei bemerkt. Vor denen können wir uns verstecken oder auch abhauen. Sie sind in der Überzahl, folge mir! Ja, ich bin schon vorausgelaufen. Ihr müsst wissen, ich weiß schon den Verlauf dieses Spiels. Weil ich habe das schon mal fast durchgespielt. Es gibt auch einen unendlich Lebenssheet für dieses Spiel. Der bringt einem aber nichts, weil das Spiel... Ja, jetzt kommt's. Das Spiel ist selbst mit unendlich Lebenssheet noch schwer. Geile Effekte. Boah, die Trümmer sind bis hier oben hingeflogen. Das war das Schiff, aus dem wir gekommen sind, schätze ich mal. Oh nein! Reinigungsdruiden oder was sind das? Ich weiß es nicht. Die können mit Elektroschocks angreifen. Und ich hänge an der Wand fest. Jetzt nicht mehr. So, ich überlege die ganze Zeit, ob es irgendwas Wichtiges noch zu sagen gibt. Ich habe ja mal einen Angriff der Klokrieger-Verarsche gemacht. Das waren Zeiten. Und jetzt mache ich ein Let's Play zu Episode 1. Falls ihr den Film nicht mochtet, ist mir das relativ Wayne. Es geht hier um das Spiel. Falls ihr das nicht mögt, mögt ihr hoffentlich wenigstens meinen Senf, den ich dazu gebe. Der ist nämlich gar nicht mal so senfig, wie es zunächst erscheinen mag. Wie ich diesen Level hier einfach aus dem FF raus drauf hab. Tötet die, eliminiert sie. Ihr habt vielleicht schon gesehen, das Spiel lässt sich nicht so souverän spielen, wie man es denn vielleicht erwarten sollte. Was jetzt aber nicht unbedingt heißen muss, dass das Spiel kompletter Schwachsinn ist. Habe ich jetzt eigentlich die anderen Waffen? Ja doch, ich habe... Oh, und sogar einen Thermaldetonator. Jetzt sogar noch einen zweiten. Ist das nicht geil? Es hat einen extrem hohen Schwierigkeitsgrad, dadurch, dass es sich nicht vernünftig spielen lässt. Lass darauf töten. Und das Lichtschwert geht nicht immer nur so. Man kann es auch so anmachen, ne? Ja, ja, und man kann es auch vernünftig wegstecken. Naja, wenn man ein bisschen geskillt ist, kann man es auch noch schaffen, das Spiel lebend durchzuspielen. Man kann es sogar auch ohne unendlich Lebenssheet eventuell schaffen. Das ist aber sehr schwer. Ich habe es auch vor. Ich werde daran verzweifeln, aber ich weiß auch, dass ich damals nicht wirklich oft die Speicherfunktion benutzt habe. Und ich war damals sehr jung. Das muss man noch dazu sagen. Und ich habe schon über die Hälfte des Lebens verloren. Das sind sehr gute Aussichten, möchte man meinen. Aber ich bin ja nicht Mann. Deswegen ist das egal. So, wir haben auch noch den Blaster. Allerdings können wir damit keine Schüsse abwehren. Deswegen ist er nicht wirklich besser. Ah, tun Sie mir nicht weh! Ja, dann sagen Sie doch mal was. Wie? Achso. Diese Invasion war nicht meine Idee. Nein, natürlich nicht. Was machen Sie hier? Ich überwache die Energiegeneratoren des Hangars.
Aha. Wie komme ich da hin? Komme ich zum Hangar? Er befindet sich hinter der roten Sicherheitstür. Aber Sie werden die Tür nicht aufbekommen, solange sie mit Energie versorgt wird. Ich muss einen Weg finden, wie ich die Energieversorgung der Tür unterbrechen kann. Nein, fassen Sie den Generator nicht an! Da wird der Dialog bitte einfach unterbrochen. Ich kann ihn, glaube ich, nicht mal mehr anlabern. Ich hätte jetzt die Option, ihn umzulegen, aber es bringt uns nichts. Deswegen, warum sollte ich? Den Generator kaputt machen! Yay, das bringt's voll! Ich würde sehr gerne, sehr ungerne die Ingame-Musik auch rausnehmen. Also außerhalb der Filmsequenzen. Da ist mir das bei den Filmsequenzen relativ lame. Aber Ingame ist das nun mal irgendwann das Feeling vom Spiel auch verloren, wisst ihr? Deswegen, falls ich da auch wieder Probleme krieg, sorry, dann kann das Let's Play leider nicht kommen. Finde ich sehr schade. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Nein! Das ist irgend so ein Jäger, ist das. Aber wenn wir näher rangehen, haut er ab. Durch diese Röhre. Und da unten sind Panzer. Und da kommen noch welche an mir vorbei. Das sind Raumschiffe. Ja, schöner Hangar. Und so. Ja, boah, voll toll. Und so, wir können die Kisten hier übrigens schieben. Habt ihr noch nicht gewusst? Dann wisst ihr es jetzt. Das ist ja die Hauptsache. Ich glaube, wenn wir zurückgehen, sind da neue Druiden. Bin mir aber nicht sicher. Nee, hab mich vertan. Aber da oben war, glaube ich, noch einer. Wir müssen die Feinde auch nicht alle ausschalten. Da sie allerdings versuchen, uns auszuschalten, wäre das vielleicht doch gar nicht mal so doof. Ich glaube, der erste Part wird echt einfach nur dieser Level hier sein. Die nächsten Level werden meines Wissens nach länger, vor allem, weil ich die nicht alle so aus dem FF raus drauf habe. Es gibt keinen Grund, weshalb ich mich mit denen... Doch, es gibt, glaube ich, einen Grund, oder? Da ist ein Medipack. Ist das Medipack das wert, ist die Frage. Ich gehe mal auf Risiko und sage ja, und das war falsch. Ich hätte es wissen müssen. Komm, geh drauf. So. Vielleicht kennt ihr ja noch das Spiel, vielleicht nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so, ob ihr dieses Spiel mal gezockt habt. Und ob ihr vielleicht sowieso mal ein anderes Star Wars Episode 1 Spiel oder überhaupt ein anderes Star Wars Spiel gezockt habt. Was ihr so alles gezockt habt da aus der Richtung. Und eure Meinung und überhaupt. Bada-bada-bam-bam. Die Truppentransporter starten in Richtung Naboo. Schleiche dich an Bord eines der Schiffe. Wir treffen uns dann auf der Planetenoberfläche. Oh, die deutsche Synchronstimme zu Liam Neeson einfach, ne? Ist doch geil! Oder? Das ist geil! Obi-Wan hat... Weiß ich nicht, der hat nicht die Originalstimme, aber schon eine, die so ein bisschen daran erinnert. Und das ist doch immerhin etwas, oder? Da würden andere ihren Schwanz für hergeben. Ich meine, da würden andere Geld für zahlen. Was wahrscheinlich in etwa aufs Gleiche hinauskommt. Ich glaube, jetzt muss ich mich nicht mal vom Ort bewegen. Das hier wird direkt umgeleitet. Ja, ich würde das hier ja lieber auf dem Emulator spielen, aber geht ja nicht. Und die PC-Version, wie gesagt, auch nicht, es sei denn, ihr habt ein älteres Betriebssystem. Oder ihr habt Windows 7 und könnt den XP-Mode darauf starten, aber das geht bei mir ja leider nicht. Es gibt sogar ein Programm, beziehungsweise, okay, ich hätte es vielleicht hinbekommen, aber es wäre umständlich gewesen. Na, Moment. Andere Richtung. In der Richtung ist nichts. Es gibt hier übrigens keinen Sammelkram oder so. Ich mag dieses Spiel an sich auch heute noch, auch wenn es technisch voll der Scheiß ist. Und es sich auch genauso spielen lässt. Mag ich das Spiel doch irgendwo, weil es ein Dialogsystem hat und einfach gute Atmosphäre und alles. Ja, wir können auch Machtstöße einsetzen. Ist das nicht geil? Ich glaube, in der Richtung war auch nichts weiter. Obwohl doch, es gibt in gewisser Weise Sammelkram.
Der besteht in diesem Teil aus Waffen und Munition. Und damit wäre der erste Level auch schon geschorft. Und wir fliegen auf den Planeten Naboo mit einer Filmsequenz, die höchstwahrscheinlich stumm gemacht werden muss. Nun, das eigentlich Schlimme daran, wenn das gesperrt ist, ist, man kann wahrscheinlich die ganzen Musiken auf YouTube auch gucken oder hören als extra hochgeladenes Video. Aber hier wird's mir gesperrt. Obwohl ich drüber labere, was eigentlich alles kaputt macht. Aber das ist ja egal, denn darum geht es nicht. Es geht nicht ums Prinzip. Es geht einfach darum, es den Leuten kaputt zu machen. Oh, das sind Raketenwerferschüsse. Oder auch Panzerschüsse. Die schießen hier rum und wollen alles umlegen. Ich würde sagen, ich speichere an dieser Stelle. Wir können glücklicherweise jederzeit einfach so speichern, wenn wir wollen. Dauern tut's auch nicht besonders lange. Und es speichert in der Tat genau da. Also wir laden dann auch in der Tat genau da und genau so, wo wir gespeichert haben. Das heißt, wenn wir von der Klippe fallen und dabei speichern und dann laden, dann fallen wir direkt von der Klippe. Sehr sinnvoll, muss ich sagen. Nee, irgendwo gefällt mir das. Und deswegen sage ich, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Ich glaube, es wird nicht mal die erste Session, sondern wirklich nur dieser eine Part sein. Und die nächsten Parts kommen dann irgendwann, wenn ich weiß, wie das hier mit dem urheberrechtlichen Kram aussieht, ob mir das gesperrt wird oder sonst was. Wenn ich da ein bisschen mehr Plan von habe, dann können gerne weitere Parts folgen. Aber ich möchte mir nicht extrem viel Aufwand machen, nur um es hinterher wegwerfen zu müssen. Also dann, ciao!